Ich lebe in einem geografischen Wunderland, mitten in den Wäldern von Maroota, einem Randbezirk von Sydney. Mein Name ist Jeff Bucken. Ich bin Maler und Busfahrer und verdiene genug, um weiter malen zu können. Es macht mir Sorgen, dass ich mich gelegentlich sorge, wenn ich mich nicht sorgen will. Die Welt war flach und jetzt ist sie global. Eine populäre Figur wie der Koala-Bär wirft die Frage auf, welchen Wert hat lokales Wissen für die Lösung von globalen Problemen? Denn die machen es unausweichlich, dass wir unser Verhalten ändern. Deshalb müssen wir Dinge anders sehen lernen. Wenn die Leute Dinge anders sehen, können sie auch ihr Verhalten ändern. Mich ziehen Länder an, die mir ein Gefühl von Zugehörigkeit geben. Die Idee, einfach irgendein Land zu besuchen, gefällt mir nicht. Was mich wirklich glücklich macht, ist auf die Malerei bezogen, wenn ich etwas in die Welt bringe und die Leute es einfach wertschätzen können für das, was es ist.